Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen OMSI 2 Video hier auf unserem Kanal mit dem Addon Bad Hügelsdorf 2020, welches gestern erschienen ist für einen Preis von 24,99 € auf Steam. Ihr könnt das Ganze auf Harlequin kaufen oder aber auch natürlich bei Games Planet. Da spart ihr auch nochmal 10%. Mit dabei sind hier abwechslungsreiche OMSI 2 Map mit Stadt- und Überlandlinien. Wir haben 1000 neue 3D-Objekte, unter anderem 3D-Bäume, 9 Linien, davon 2 Nachtlinien. Fahrzeiten zwischen 20 und 50 Minuten je nach Linie. Ein MAN-Bus A20 und A25 in einer Überland-Version. Ein Atron-Kassensystem, professionell eingesprochene Ansagen, Chrono-Events wie der klassische Weihnachtsmarkt, aber auch Unfälle mit Umleitung oder Staus sowie weiteren Unvorhersehbarkeiten. Eigene Sounds an verschiedenen Stellen für das perfekte Ambiente, neue KI-Fahrzeuge inklusive Straßenspezialfahrzeuge, Mini-Straßenkehrer und Tiere wie Kühe, Pferde und Schafe, die zum Teil animiert sind. So steht das Ganze also auf Steam. Und ja, dementsprechend, was ich jetzt gerade alles vorgelesen habe, nimmt natürlich die Performance hier mit. Und das merkt man halt sehr, sehr stark. Ich musste hier tatsächlich ein bisschen was an der Grafik hier einstellen, damit das Ganze halbwegs läuft. Ja, wenn ich sage, es läuft halbwegs, ja, ich jetzt gerade vor kurzem erst mal das System aufgerüstet und eigentlich keine Probleme mehr gehabt mit OMSI, musste ich tatsächlich jetzt hier ein bisschen mehr was einstellen, damit das Ganze jetzt halbwegs wieder läuft. Und wir wollen uns das Ganze angucken und dann natürlich unser eigenes Bild dazu machen, denn ihr habt natürlich schon ein bisschen was gelesen, ein bisschen was geschaut auf YouTube und Co. Ich wollte mir eigentlich den Entwickler-Livestream angucken, der eigentlich zum Vortag des Releases kommen sollte. Der wurde dann abgebrochen, wurde dann aber komischerweise dann 2-3 Stunden später dann doch noch gemacht. Obwohl man gesagt hatte, man bricht es ab und macht es irgendwann. Ja, das ist ganz komisch gewesen, alles auf jeden Fall. Nein, wir gucken uns das Ganze jetzt persönlich jetzt hier an und ich bin hier deswegen auf einer heute kleinen Linie unterwegs mit insgesamt 3 Haltestellen. Denn wir fahren nämlich hier heute den Demo-Shuttle und ja, das gucken wir uns heute zumindest erstmal an, wie das Ganze ist und so weiter, werden wir das Ganze jetzt natürlich in der Fahrt sehen. Also, wir mit dem A20 hier stehen jetzt hier am alten Bahnhof, wie wir hier unschwer sehen können. Funktioniert hier alles, ne? Das schaut eigentlich ganz gut aus hier. www.hügelsdorferland.de, schickes Repaint, toll geschossen eigentlich, ne? Das sieht eigentlich ganz nett aus. Und sonst natürlich, wenn wir hier so ein bisschen rumgucken, es wird natürlich nichts extra benötigt, ja, also alles, was ihr jetzt hier seht, das ist alles im Addon enthalten. Ihr braucht keine anderen extra DLCs oder sonst irgendwas, ja, kein Hamburg Hafen City oder kein Hamburg Tag und Nacht oder X10 oder sowas. Das sind hier alles, wie gesagt, wird hier alles mitgeliefert, sodass ihr, ja, die Karte einfach nur ganz normal installieren braucht. Das schon mal vorab. Harlequin hat natürlich seine Finger mit im Spiel. Die haben hier zum Beispiel eigene Fahrzeuge mit integriert, die Menschen mit integriert, ja, die KI-Menschen, die es ja gibt, ne, von Harlequin, die sind hier mit integriert und wie gesagt, die Fahrzeuge teilweise und man hat wohl, so wie ich das richtig verstanden habe, sogar die KI-Busse mit reingenommen, um die Performance halt natürlich nochmal ein bisschen zu drücken. Was eigentlich ganz okay ist, wie gesagt, wenn man diese DLCs nicht hat, ja, und man braucht sie halt nicht, wenn man sie nicht hat, um Bad Hügelsdorf spielen zu können. Also das ist schon mal eine großartige Sache. Gehen wir mal hier in unseren, ja, Vehikel, hier mal in unseren Bus hier rein. Wie gesagt, ein MAN A20, muss ich glaube nichts mehr groß zu sagen. Ist ein Bus wie, ja, jeder andere MAN, den es ja gibt, ne. Ich meine, ist schön ausgestaltet, schön modelliert, scharfe Texturen hier und, MAN steht auch alles schön da, finde ich gut, ja, wenn das Ganze so ein bisschen immer so, ja, immer so ein bisschen gekennzeichnet wird, was wir hier fahren. Da oben unsere Anzeige natürlich hier, ne, unser Fahrinformationsdisplay und ja, sonst alles eigentlich da, wo es hingehört, die Türen sind da, ihr seht auch, ich bin mit Track AR unterwegs. Damit das Ganze natürlich ein bisschen besser ist. Ich weiß, die letzten Folgen waren natürlich nicht mit Track AR, da musste ich immer so ein bisschen hin und her schalten. War ein bisschen lästig gewesen. Also ich mag das mit Track AR schon sehr, aber das Einrichten von Track AR, meine Güte, das dauert echt. Oben haben wir sogar so Ablagefächer. Cool. Das ist natürlich nice. Ja, sonst, ja, gibt es wie gesagt nichts anderes zu sagen. Ne? Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal an unseren
Platz hier und so sieht also unser Fahrerplatz hier aus, ne? Wenn wir uns das Ganze so ein bisschen anschauen, ne, dann geht das schon vollkommen in Ordnung. Schön auch, da gibt es ein fettes, fettes Lob. Ich habe mich im letzten Livestream darüber mega aufgeregt, ja, weil ich einen Bus gewählt habe und der wieder irgendwelche Passwörter und Kennwörter und Benutzer-IDs haben will. Hier einfach ein Zettel dran, wundervoll, Dienstanmeldung. Warum macht das nicht jeder, ne? Das schadet doch nicht, nein. Da musst du eigentlich für jeden Bus dir mittlerweile einen Zettel zurechtlegen, damit du da weißt, ja, welcher PIN war das Ganze. Super lästig. So, wir sind auf der Route 000 unterwegs. Achso, ja, 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 ja. Ja, bestätigen. Null, ja, bestätigen. So, 000 und ich glaube, das war alter Bahnhof. Genau, das müsste passen. Schauen wir mal. Hauptbahnhof, richtig. So sieht's aus hier. Die 314 nach Großweier. Ne? Also, das passt hier zumindest schon mal. Also schon mal Licht an hier überall. Damit die Fahrgäste jetzt hier gleich einen Schreck kriegen, wenn sie hier einsteigen. So, und dann ziehen wir mal vor zur Haltestelle. So. Ja, die Demo auf der rechten Seite hier, schön groß hier. Ja, viele Chrono-Events gibt's, soll es geben, zukünftig auch. Finde ich eine geile Sache. Wechselt das Ganze so ein bisschen ab mit der Karte halt. Polizisten hier stehen hier und so weiter und so fort. Was die demonstrieren, weiß ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, kommt da hin, wird da rausgucken. Rettet schon überall Polizei und so weiter und so fort. Oh ne, Feuerwehr. Ui. Sieht ein bisschen so aus wie das Fahrzeug von Kartoffelphantom. Gut. Gehen wir mal hier mal kurz mal so ein bisschen rüberlinsen hier. Alle schön brav mit Mundschutz. Und hier seht ihr jetzt das, was ich meine, warum ich die Grafik nämlich runterstellen musste. Ich musste nämlich das Ganze ein wenig runterdrehen. Und dementsprechend natürlich die Pixelanzahl dementsprechend niedrig machen, dass nur mein Bus hoch aufgelöst ist. Alles andere wird niedrig aufgelöst. Trotzdem sind alle Details da und all drum und dran ist halt da. Bloß dass halt die Qualität halt davon ein bisschen runtergeht. Ja, das ist ein der Punkte, die ich hier aktivieren musste, um diese Karte halbwegs flüssig spielen zu können. Wir sehen ja hier auch, es sind richtige 3D-Menschen hier auch on Tour. Ne, hier sehen wir den Polizisten hier zum Beispiel. Was hält denn der in der Hand? Ah, guck mal, der hat sich gerade Bad Hügelsdorf gekauft. Das ist natürlich geil. Ja, das ist witzig, ja. Da sind keine Gimmicks damit drin sind. Hier Sanitäter und sowas hier, alles für. Alles. Ich weiß, wie gesagt, ich verstehe zwar nicht, gegen was die da demonstrieren hier. Hier stehen sie halt auf der Kisten und alles sowas, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben noch. Oh, wir müssen abfahren. Denn wir sind schon zu spät dran. Hier hat ein AC/DC-T-Shirt an. Ja, also wie gesagt, 3D-Menschen mit dabei hier. Und ich glaube, das ist wieder so ein Problem. Das ja, liegt wahrscheinlich nicht mal direkt am Entwickler, sondern eher so in Richtung OMSI. Und zwar. Oh. Uiuiui. Das war jetzt aber knapp. Ja, das wäre nett, danke. Wenn die Texturen zu hoch aufgelöst sind, ja, dann schafft es OMSI einfach nicht mehr. Ja? Also wenn es so, weiß ich, 4K-Bilder sind oder sowas von Gebäuden, von Texturen halt, ne, da geht der grundsätzlich einfach in die Knie. Da will er einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist nämlich hier das Problem, weil jetzt, wo ich das Ganze halt nämlich deaktiviert habe, dass er halt nur noch so eine Low-Res-Texturen, so nennt sich das Ganze, benutze, läuft es relativ flüssig. Also, sieht zwar nicht mehr hübsch aus, aber solange kein Patch da ist, macht es wohl keinen Sinn, halt mit ohne Low-Res nicht zu fahren halt, ne? Außerdem habe ich die Kacheln erhöht, ja, dass er halt schon von vornherein schon mehr mitladen muss, halt, ja. Damit halt so etwegige Freezes und alles sowas nicht mehr entstehen. Das ist nämlich
die große, oder das große Ärgernis hier halt mit Bad Hügelsdorf. Wenn man sich jetzt mittlerweile so die Bewertungen anguckt, bei Steam oder halt auch unter Videos halt, Livestreams, die schon gemacht wurden von Bad Hügelsdorf, ja, dann liest man halt viel, das ist alles doof, das funktioniert nicht, ich habe nur stehende Bilder und FPS-Einbrüche und so weiter und es läuft nicht und es ist alles bescheuert, alles blöd. Das kann ich absolut nachvollziehen, man gibt dafür Geld aus und dann läuft das nicht, keine Frage, ja, dann bin ich voll auf eurer Seite. Ich möchte auch gerne, dass hier was läuft und der Bus auch mal fahren würde hier, das wäre natürlich großartig. Nein, kann ich, wie gesagt, also sind das die ganzen Reaktionen halt. Viele, viele Freezes gibt's hier, dass du halt wirklich richtig feste Standbilder hast. Also teilweise auch mit bis zum Absturz. Also bei mir tatsächlich, meiner ist komplett in die Knie gegangen, meiner ist richtig abgestürzt. Ja. Er sollte halt jetzt ein bisschen die Innenstadt mitladen noch. Und zwar jetzt gleich, wenn wir jetzt hier in die bestimmte Richtung abbiegen, sollte er das Ganze mitladen und da hat er sich einfach komplett aufgehangen. Da lief nichts mehr. Nicht mal nach 2 Minuten passierte da einfach nichts mehr. Und das ist natürlich schon ärgerlich, ja, wenn sowas dabei ist. Aber man hat es eigentlich schon fast kommen sehen. Von den ganzen Bildern her, die man so gesehen hat, ja, bei Harlequin und Co., ja, die haben ja da eigentlich denn nur noch Bilder gemacht und zum Schluss dann sogar nur noch Videos. Das sieht extrem gut aus. Und da muss man einfach mal sagen, Bad Hügelsdorf ist richtig, richtig schön gestaltet worden. Also detailliert halt aufgebaut worden, ja. Da muss man auf jeden Fall sagen, das ist einfach Fakt. Ja. Die Menschen hier, die Leute, diese Demonstration da zum Beispiel gerade, oder wie so eine kleine Details, halt, dass der Polizist da das Spiel da in der Hand hält. Oder halt auch hier, ne, so ein kleiner Menschenkomplott hier, der einfach hier so ein bisschen rumsteht hier. Sitzende Menschen gibt's hier und so weiter und so fort. Also hier hat man wirklich an liebevolle Detailgestaltung auf jeden Fall dran gearbeitet. Finde ich sehr, sehr geil, weil lädt zum Erkunden ein. Hier, zum Beispiel hier, die Frau mit Kinderwagen her. Also ich habe noch nie irgendwo einen Kinderwagen gesehen auf irgendeiner Karte. Hier mit diesen ganzen Ständer hier und alles sowas. Großartig! Ja, das ist so. Aber allesamt diese Sachen ziehen natürlich die Performance mit runter. Ne? Also das ist keine Frage. Und da kann ich dann natürlich absolut nachvollziehen, dass die meisten dann wirklich sagen so, nee, ist nicht. Also das gefällt mir gar nicht, weil es halt nicht läuft. Bad Hügelsdorf 2017 war ja damals die kostenlose Version davon gewesen, von Bad Hügelsdorf 2020 jetzt. Also auch ein Add-on, welches früher mal Freeware war, jetzt Payware wird oder Payware ist. Hat man ja schon oft gesehen, zum Beispiel X10. Oh, Alter, ich dachte, die läuft jetzt rüber, ja. Also X10 zum Beispiel, was war noch gewesen? Gladbeck halt auch, Rheinhausen zum Beispiel, ne, waren alles mal Freeware-Karten gewesen. Und die hat man zum Payware. Finde ich persönlich nicht verkehrt, ne, wenn man da halt eine Arbeit reinsteckt. Warum nicht? Ja, das kann man sich da bezahlen lassen. Hier können wir auch nochmal hier. Das Wasser bewegt sich sogar und sieht eigentlich auch noch extrem gut aus. Obwohl das hier schon so ein bisschen eher so wie Grütze aussieht. Ne? Aber animiertes Wasser. Sowas in Lotus. Wundervoll. Gibt's nicht. Aber ja, nichtsdestotrotz, ja, zieht's natürlich hier alles ganz, ganz, ganz heftig mit der Performance. Ich weiß nicht. Man kann nur hoffen, auf jeden Fall, dass halt Patches kommen. Ich bin der Meinung, das fing damals bei München damals auch so an, also bei Lotus jetzt auch, ja, aber auch bei München jetzt für OMSI, das war damals hier auch ein bisschen, hier, guck mal hier, ja, die Kinder hier, die spielen einfach, fantastisch. Die haben ja auch die ganze Zeit immer, die reden von irgendeinem Gras, so schönes 3D-Gras. Hab ich noch nicht gesehen. Also das ist jetzt kein 3D-Gras hier. Das ist jetzt ein ganz normales eine Grastextur. Die kann ich ja auch in Lotus hinsetzen hier. Ne? Also 3D-Bäume, die sollten jetzt deaktiviert sein eigentlich, weil, wie gesagt, wir mit dem Dings spielen hier, mit der Dingsbumsrate, Dingsbums-Einstellung. Ja, aber wie gesagt, hier auch so, ne, diese kleinen Kübelchen da, die Bänke und so weiter, aber das sind Standardbänke. Das sind keine Payware-Bänke. Oder irgendwie selbst kreierte.
Müllcontainer und so weiter und so fort. Auch ein paar Müllcontainer. Aber wie gesagt, also im Großen und Ganzen zieht das natürlich alles Performance. Und je nachdem, wenn du da natürlich dann Texturen genommen hast, ach guck mal, das hier, das sieht doch schon alleine episch aus hier. Mit so einem Spielplatz hier oder sowas. Ich kann mich daran nicht erinnern, dass ich das irgendwo mal in einem Payware-Addon gesehen habe, ja, wirklich. Was wollte ich jetzt sagen? Einfach den Faden verloren. Großartig. Achso, bei den Texturen. Wie gesagt, wenn die jetzt ja alle natürlich allesamt jetzt hier zum Beispiel 2K, 4K Texturen benutzen, ja, dann ist natürlich klar, dass Omsi dann irgendwann sagt, so trotz 4GB Patch, nee, ist nicht mehr zu Hause. Ja, der geht dann trotzdem in die Knie. Und da muss ich dann wirklich an dem Entwickler sagen, ihr seht jetzt, es läuft. Also es muss an Texturen liegen, die wirklich Probleme bereiten. Die Texturen müssen auf jeden Fall runtergeschraubt werden. Wenn man das Ganze nämlich jetzt hier so nämlich jetzt fährt mit den ja, Low-Poly-Dingsbumster-Einstellungen, läuft es. Ich habe keine Freezes-Bilder mehr, also keine stehenden Bilder. Die ganzen weißen Objekte, ab und zu siehst du mal ganz kurz, dass er mal kurz braucht, bis er das Gebäude geladen hat und davor halt weiß ist. Aber sonst nichts, also kann es nur texturtechnisch sein, die hier die Performance halt extra runterzieht. Und da bitte ich, da muss dran geknüftelt werden. Auch zum Beispiel vorhin bei der Anspielsession, ja, war vor mir ein Bus, okay, ein Bus war einfach vor mir gewesen und der verschwand einfach vor mir auf einmal. Kann damit ein KI-Bus eigentlich nicht passieren, oder? Nee, aber wie gesagt, also das ist auf jeden Fall meine Einschätzung, dass das da das Problem liegt, warum das Ganze hier so eine relativ schlechte Performance hat. Ja, also nennt mich jetzt so verrückt oder sowas oder jetzt irgendwie, du hast ja gar keine Ahnung, ja, aber ich bin der Meinung, dass der Großteil hier wieder drin liegt, dass hier die Texturen, klar, weil man will es so scharf wie möglich halt darstellen halt. Je schärfer, desto detailreicher sieht es natürlich aus. Aber ist für Omsi natürlich der absolute Killer. Okay. Hier funktioniert irgendwas nicht, deswegen fahre ich jetzt einfach. Ist mir jetzt egal. Lass mich einfach nicht rein. Ich danke dir. Und teilweise habe ich auch schon öfters mal bemerkt oder mal auch mal angesagt gehabt, dass ich der Meinung bin, sobald Harlequin-Produkte, sei es die Menschen oder die Fahrzeuge im Spiel sind, dass es die Performance zieht. Jetzt höre ich, hier sind Menschen und sehe sie natürlich auch, ja, dass hier Menschen von, ja, Entschuldigung, ein bisschen Schluck auf, dass die Menschen natürlich von Harlequin mit drin sind, die natürlich die Performance ziehen. Das sind alles so Sachen, die mir halt so ein bisschen aufgefallen sind halt, ne. Ist das 3D-Gras hier, was sie hier angesagt haben? Aber gut, das kann jetzt vielleicht an der Grafik entstehen. Was ist da los? Feiert Party hier. Seht ihr das hier? Ja. 25 Euro, wie gesagt, kostet das Ganze. Habt ihr gesehen, 9 Linien sind es insgesamt. Davon 2 Nachtlinien. Der Livestream, den ich für heute angekündigt hatte, ja, wir hatten ja ursprünglich gesagt gehabt im letzten Livestream, dass wir am Freitag, also heute, eine Leitsteinfahrt machen werden auf Bad Hügelsdorf. Das wird gecancelt natürlich, ja. Also mit so einer Performance kannst du halt einfach nicht spielen. Das macht keinen Spaß und wenn ich schon so starke Probleme habe, ja, dann wird's bei dem einen oder anderen nicht anders aussehen. Ich habe, wie gesagt, extra auch bei größeren YouTubern reingeguckt, ja, wie es denn da läuft, ne. Auch sie haben Probleme. Ja, also das ist nicht mein System, sondern auch die ihr System, ja, wenn die natürlich ein besseres System haben als ich, scheinbar haben die da auch ein paar Probleme. Deswegen, entweder machen wir heute woanders eine Leitstellenfahrt oder wir canceln einfach den Livestream für heute Abend. Ja, also seid da bitte nicht böse, aber so möchte ich keine Leitstellenfahrt machen. Ich werde auch danach sofort jetzt hier, sofort meine Omsi-Einstellung wieder zurückstellen. So wie sie vorher war, weil sie lief und es sah hübsch aus, ja, es sah gut aus, also für Omsi-Verhältnisse, okay, ging es, aber um das jetzt hier aufzunehmen, wie gesagt, musste ich jetzt hier ein bisschen was an der Grafik hier einstellen, damit das Ganze hier läuft und wir keine stehenden Bilder haben. Was ist los da hinten? Klappe halten. Wie gesagt, ihr seht, wir haben keine Freeze mehr drin oder sowas, ja, also das hat auch ein bisschen was mit der Einstellung zu tun, wie man sie halt macht und alles sowas, ne. Ich drücke auf jeden Fall Bad Hügelsdorf weiter die Daumen,
wir werden, wie gesagt, da auch echt versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten, was da passiert so. Denn, wie gesagt, ich sehe halt in dieser Karte extrem viel Potenzial, weil gerade so eine Karte fehlt mir so in meinem Omsi, in meinem Omsi-Portfolio. So eine schöne Überlandkarte mit schönen Dörfchen und alles sowas, halt großartig. Habe ich extrem lange drauf gewartet. Hab mich wirklich, wirklich extrem drauf gefreut. Und bevor ich es eigentlich gespielt habe, habe ich schon die Reaktion von den anderen mitbekommen. Und jetzt halt auch am eigenen Leib jetzt erfahren halt, wie das Ganze jetzt hier ausschaut. Und wie gesagt, das kann man teilweise echt nicht mehr als Spielen hier betiteln. Ja. Seid mir da also bitte in dem Punkt nicht böse. Aber wie gesagt, hier, guck mal, der schreibt hier einfach auf hier. Das sind so kleine Sachen, weißt du, da kannst du dich halt so richtig schön reinversetzen. Oh, den schreibe ich mal auf hier. Hat der Bio wieder falsche Parkt hier mit seinem Auto? Nee, aber wie gesagt, also an sich großartig das Ganze. So von den Strecken, die Abwechslung, wie detailreich das Ganze gebaut ist. Ich glaube, ich habe nicht wirklich so viele detailreiche Karten so gesehen, die halt wirklich so detailreich sind. Deswegen schade, dass die Performance da nicht mitmacht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich jetzt hier überhaupt hin muss. Das sind hier auch übrigens diese neuen Schilder, die man eigentlich dafür... Da hinten ist irgendwas mit Terminus. Okay. Ja, sind wir einfach mal instant falsch gefahren. Sehr schön. So läuft das. Die man hier auch eigentlich nochmal erstellt hat. Auch da gab es viel Kritik. Weil man es teilweise wohl extrem schlecht lesen kann, sagt man. Ist mir jetzt persönlich jetzt nicht aufgefallen. Also gut, aber wenn du sowieso mit BBS fährst, dann hast du ja sowieso deine, in der Regel deine Minikarte ja mal dabei. So, was hatte ich jetzt gesagt? Oh, warte mal. Oh, wir werden doch einfach nur rumfahren müssen. So, naja, egal. Dann jetzt so. Fahrt abschließen. Und damit aus die Maus. So. Also, wie gesagt, so auf jeden Fall meine Einschätzung. Ja. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf die Karte und hoffe, dass es wirklich hier irgendwann mal das entscheidende Update kommt, damit das Ganze wieder ganz normal läuft, wie wir hier Omsi kennen und ganz normal spielen können. Wäre eine richtig geile Sache. Von der ganzen Gestaltung her, ganz klar, muss ich absolut nichts sagen. Das ist, sieht fantastisch aus. Wie gesagt, diese kleinen Stellhündchen und alles, was sieht großartig aus. Der Bus, gut, da lässt sich wohl auch streiten, habe ich auch schon viel mitbekommen. Bus ist mir eigentlich sowieso egal, weil ich den sowieso in der Regel nie benutze. Es gibt wirklich halt selten Busse, die ich tatsächlich benutze. Zum Beispiel benutze ich aus dem X10 den Doppeldecker, ja, den MAN. Mit dem fahre ich ab und zu mal. Und halt aus Düsseldorf oder dem Ruhrpott, ja, den Solaris der vierten Generation, sonst nehme ich immer meine eigenen Busse. Meine eigenen C2s, meine eigenen MAN aus der MAN-Stadtbusfamilie oder sowas. Also bei den Bussen lege ich da nicht allzu viel Wert drauf. Ich weiß nur, ich habe gelesen, und das bin ich ganz ehrlich, sage ich euch auch, dass halt viel, viel Kommentare da drin standen, dass es halt wiederverwertet wurde, halt, dass teilweise auch Freeware-Busse deutlich besser aussehen als dieser Payware-Bus, der hier enthalten ist. Wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen. Das ist nicht mein Bier, also mit so Bussen und sowas ist halt nicht so wirklich meine Welt. Das ist ein Bus, der hat vier Räder, der rollt. Mehr muss er nicht machen. Ja, was halt hier als kleines Highlight drin ist, ist natürlich das System von dem Atron. Kassensystem halt, ne? Gut, okay. Macht euch selbst jetzt euer Bild. Ihr könnt gerne in die Kommentare posten, was ihr davon haltet. Habt ihr es euch schon gekauft oder seid ihr mega unzufrieden? Nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein. Und dann können wir hier zusammen eigentlich nur hoffen, dass hier demnächst die ersten Updates erscheinen werden für Bad Hügelsdorf 2020. Wie gesagt, der Entwickler weiß auch schon Bescheid darüber, dass das Ganze ja, recht dürftig läuft. Mal gucken, es kann wohl
nicht mehr allzu lange dauern. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, dass ihr dabei wart und freue mich natürlich, wenn wir uns zur nächsten Omsi-Folge hier auf ÖPNV-Simulation wiedersehen. Ich sage Tschüss und bis denn.